Herzlich willkommen zum nächsten Teil des Videotagebuchs hier aus Windhoek. Heute haben wir uns angeguckt, was die Stadt und das Land Namibia tun, um die Armut zu bekämpfen. Und wir sind hier jetzt in Kathutura, einem der großen Slums der Stadt. Was haben wir heute gelernt? Was sind deine Eindrücke? Ja, also mein Name ist Corinna, ich war heute dabei den ganzen Tag. Mein erster Eindruck ist, dass es doch eine enorme Armut hier auch in Namibia gibt. Vielleicht nicht ganz so ausufernd wie in manchen anderen afrikanischen Ländern, aber wenn man diese Slums hier sieht, muss man sagen, der Ärmste in Deutschland lebt noch auf einer goldenen Insel, verglichen mit dem, was man hier vorfindet. Alles Menschen, die vom Land kommen, die ihr Glück in der Stadt suchen wollten und nicht gefunden haben. Wir haben auch das Ministerium für Armutsbekämpfung besucht und ich habe durchaus den Eindruck, dass man sich über das Problem im Klaren ist, zumal es auch von kirchlichen Kreisen unterstützt wird. Man versucht sicher zu tun, was man kann, aber es sind Tropfen auf einen heißen Stein und es wird sicher noch viel Unterstützung gebraucht. Vielen Dank.